machen wir mal wieder eine Telefonverarsche. Nach der letzten Telefonverarsche habt ihr wirklich die Kommentare gesprengt. Ich kann es mal ganz einblenden. Was habt ihr gemacht? Wir sprengen euch die Kommentare. Komm, wir sprengen euch. Kauft ihr einfach Sand. So, Freunde. Heute werden wir die Telefonverarsche wieder machen. Es war extrem lustig letztes Mal. Johannes hat mich aus einem Mund mal wieder überreden können mitzumachen, dafür, dass ich Helga-Werbung machen kann, würde ich sagen. Helga und Wassermelone, kauft sie euch jetzt. Zwar nicht mehr erhältlich, weil sie schon ausverkauft sind, aber kauft sie euch trotzdem. Okay, du bist der allererste, der jetzt anfängt mit der Telefonverarsche. Du würdest jetzt, da ich opfer auch mein Handy, ich schicke dir mal die Wörter rüber. Also, du begrüßt die Person mit Hallo, Herr Arnold. Du hast so Vorgaben, ja. Digga. Nein. Jeder darf machen wir mit. Ja, machen wir mit. Hallo, Herr Arnold, mein Name. Schlecht. Hallo, Herr Arnus. Direkt schon aufgelegt. Dann Fotobuch auf heytrip.com. Oh nein! Jetzt kaufen, musst du sagen. Digga, wie lange sind die Wörter? Auf hey-trip. Du musst hey-trip.de sagen, das ist die Domain, wo man es kaufen kann. Das. Ganz wichtig. Dann musst du das Wort Rolex sagen. Dann Arschwasser. Coca-Cola Light, Coca-Cola Normal, Coca-Cola Zero. Bitte. Alles singen. Digga, das geht doch gar nicht, Bruder. Was treibt doch komplett? Bitte wachs jetzt. Dann YouTuber-Rabatt, muss einfach sagen. In welchem Zusammenhang ist mir egal. Du musst YouTuber-Rabatt sagen. Okay. Dann Duschvorhang, dann Pisten, Wasserskianlage und Dauerwerbesendung. Das sind deine Wörter. Das ist die schwerste Folge jemals. Digga. Wenn du das schaffst in einem guten Zusammenhang, dann hast du gewonnen. Wasserskianlage. Und okay. Wenn ihr erratet, wer ich auf diesem Buch bin, dann kriegt ihr eins von mir bezahlt. Das ist ja zwar schon im Video gesagt, wer wählt. Scheiße! Schreibt in die Kommentare, wer so ist. So, Freunde, wir rufen Janis nach an. Leute, ich würde sagen, wir rufen jetzt Janis. Mann. Ja, hallo, hallo, Arnus, mein Name, hallo. Ich habe eine kleine Frage und zwar, wie lange habt ihr noch auf? Wir haben bis ungefähr 20 nach 9 auf. Was? Wir haben bis ungefähr 20 nach 9 auf, aber ab 9 nur zum Mitnehmen. Wie viel Uhr haben wir jetzt gerade? Sorry. 20 vor 8. Alles klar, gut, dann würde ich den Duschvorgang vorher abholen. Alles klar, und da, ich habe letztens gesehen, da war so ein YouTuber bei euch. Max war letztens bei euch. Der hat gesagt, dass es da so einen Rabattcode gibt. Ist das wahr? So ein YouTuber-Rabatt? Coca-Cola Light, Coca-Cola normal, Ich weiß es nicht. Gibt's da diesen, habt ihr da diesen Code? Also, wie viel Prozent soll das denn sein? Also, er hat im Video hat er gesagt, dass man irgendwie max 10 sagen soll und dann kann man irgendwie 10% bekommen. Genau, ich vielleicht nicht irgendwie eine Rolex. Ja, wir können mal unseren Chef fragen. Ja. Ja, da will ich aber jetzt ein bisschen Arschwasser bekommen. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen, ich würde das jetzt, also wissen Sie davon nichts, weil nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches gesagt bekommen habe? Nee, genau, wir wissen davon jetzt nichts. Ach so. Aber das kann natürlich sein, aber... Ja gut, dann, nee, dann alles klar, dann würde ich, dann würd ich einfach mal vorbeikommen, glaube ich. Dann kann man das ja direkt vor Ort mit dem Chef klären. Ja, genau. Ich will noch kurz pissen, dann würde ich dann vorbeikommen. Genau, alles klar, okay, super. Super, dann bis gleich, tschüss. Ja, ich fahre noch zur Wasserskianlage, dann komme ich, ciao. Ah! Ah! Verkackt, verkackt! Oh mein Gott! Hatred.de, erste Verkackung. Nein! Ja! Ja! Das musst du erstmal schaffen, Digga! Solche komischen Wörter zusammen zu verbinden zu einem fucking Wort, Digga! Das wird Max war echt stark. Der Arme, das denken die wirklich, dass das fragt die nach den Chef, ob das einen Rabatt gibt, wenn Max 10, Digga. Und für alle, die sich gefragt haben, auf welchen geilen Stühlen wir die ganze Zeit sitzen. Freunde, ihr habt euch sicherlich gefragt, was für geile Gaming-Stühle in letzter Zeit in meinen Videos immer aufgetaucht sind. Da mich schon einige von euch geschrieben haben und gefragt haben, das sind meine neuen Adept Gaming-Stühle. Die Firma Adept Gaming war so ehrenhaft und hat mir ein paar Stühle zur Verfügung gestellt. Ich konnte diese unfassbar bequemen ergonomischen Stühle schon seit mehreren Wochen für euch testen. Und ich sage euch eins, meine ehrliche Antwort ist, dass sie absolut geil sind und dass ich absolut keine Rückenschmerzen mehr habe wie vor meinem alten Gaming-Stuhl, weil ich sitze echt stundenlang drauf am Arbeiten, am Schneiden und es ist einfach nur bequem, vor allem zum Zocken. Stühle sind so einfach aufzubauen, wirklich nur in 3 Schritten und 30 Sekunden kann man die teilweise schon aufbauen und man braucht kein Werkzeug. Also perfekt für so Trottel wie mich, die das sonst nicht hinkriegen würden. Nach den ersten 2 Schritten beim Aufbau muss man einfach nur die Rückenlehne dran stecken und dann ist der Stuhl schon aufgebaut und ihr könnt loslegen und euch zurücklehnen. Und das Allergeilste ist, ihr könnt euren Stuhl personalisieren, heißt, ihr könnt euren Namen draufschreiben. Ich hab das bei mir Johannes drauf geschrieben, heute meine Gäste auch nicht vergessen, wie ich heiße. Das ist sehr wichtig. Ja, also wenn ihr jetzt auch Bock habt, so einen richtig geilen ergonomischen Stuhl zu haben und ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr jetzt über den Link in der Beschreibung euch so einen Stuhl holen und auch euren Namen draufschreiben und bequem sitzen und ihr habt absolut keine Rückenschmerzen mehr. Wirklich, es ist einfach nur empfehlenswert. Also eine getestete Produktempfehlung von mir. Ich gebe dem Ganzen 10 von 10.
Ich empfehle es euch, gönnt es euch und supportet über den Link in der Beschreibung. Alle Supporter, Kuss geht raus. Let's go weiter mit dem Video. Jetzt würde ich sagen, Johannes, das war unangenehm. Wenn die wüssten, dass wir einfach hier direkt... Achso, warte mal. Das war ein Restaurant, was direkt neben meiner Tür ist. Also, ja, also die sehen die wirklich, wir sind 5 Meter vor uns weg, wenn die wissen, dass wir hier sind. Johannes, ich würde sagen... Specht, Dracula hat gekotzt. Das war gar kein Sinn. Na, hör mal. Saß, Sexy Time, Salamisucht, Salami. Schlangenfan, fremdgegangen und Pumpe. So, wenn du das schaffst, geile Wörter, geile du musst Wörter. Mehr als 8 schaffen, du musst mehr als 8 schaffen. Hä? Na, ja. Ich hab 8 Wörter geschafft. Ja, gut. So, wir rufen jetzt beim Drogeriemarkt des Vertrauens an. Guten Tag. Bin ich hier beim Specht richtig? Entschuldigung, noch bin ich hier bei richtig? Ja, wollten Sie aber anrufen, das ist ja auch die Frage. Welchen bin ich denn richtig? Also, wo wollten Sie? Ja, hier in Köln. Okay, hier sind Sie richtig. Was okay, ich habe eine Liste an Dingen, die ich benötige. Kann ich den kurz auflisten und dann fragen, ob Sie die haben? Was denn? Ja, jetzt an Halloween hat Dracula bei mir gekotzt und deswegen bräuchte ich ein bisschen was zum Saubermachen. Haben Sie Reinigungsmittel da fürs Sofa? Fürs Sofa? Ja. Was wir haben, ist einfach so gegen Polster, so ein Schaum. Saß, ja, gut. Ja, ja, ist super. Das dann muss ausreichen, die haben wir im Untergeschoss, ist das bei Haushalten. Ah, alles klar. Ja. Ja? Ja, dann bräuchte ich noch, letztens wollte ein Kumpel mit mir Sexy Time haben und haben Sie auch Kondome da? Die haben, das ist nicht die richtige Frage, denke ich, oder? Ja, ich weiß nicht, kann ja sein, dass die ausverkauft sind, weil gerade ist ja viel los, ne, Halloween und so, viel Party in Köln. Ja, gut, ja, dann eine Pumpe haben Sie aber nicht da, ne? Nochmal bitte? Alles gut, das hat sich erledigt. Ja, also, ich hoffe nicht, dass er mir jetzt fremd geht, deswegen jetzt. Gut. Ich wünsche einen schönen Tag. Haben Sie Tiernahrung da? Haben Sie Tiernahrung? Ja! Nein, weniger Wörter. Ich muss die Wörter gewonnen, sagen. Gewonnen! Nein, die gewonnen, Regeln sind so. Gewonnen! Jetzt muss Zoe mit den Wörtern das nochmal versuchen und gucken, ob ich das stoppen kann. Ja. Doch, die Wörter müssen wir schaffen. Die Wörter müssen jetzt versucht werden. Weil deshalb wurde ja nicht geschafft. Du musst jetzt das beweisen, dass es möglich ist. Hä, aber warte mal. Guck mal, ich habe in dem Zeitraum, wo sie bei mir am Telefon war, habe ich das Wort fremdgegangen gesagt. Aber nicht Pumpe. Ah, doch, habe ich gesagt. Na, aber nicht richtig. Jetzt sie hat doch. Salami-Sucht nicht gesagt. Ja, habe ich gesagt. Es fehlt einiges. Salami-Sucht fehlt. Dann fehlt, na, hör mal. Doch, habe ich gesagt. Na, hör mal, hab ich gesagt. Nein. Na, hör mal, hab ich doch. Ich bin Schlangenfan. Ja, das soll ich am Ende sagen. Ich wollte fragen, ob sie Tiernahrung haben. Ja, das ist zu viele Wörter, oder? Also, auf jeden Fall nur 7 gesagt. Ja, okay, dann so würde ich jetzt sehen, dass du es besser machst. Du bist jetzt dran. Dann ruf es bei einem 5-Sterne-Hotel an. Guten Abend, das. Mein Name ist Marc. Hallo, Frau Arnus, mein Name. Hallo. Ich hatte gerade meine Frage. Ja. Und zwar, ich habe in den Duschvorhang bei Ihnen leider einen Unfall gehabt, weil ich dort meinen Hund an die Wand gepisst hat. Und ich wollte fragen, noch, weil ich noch was nachzahlen musste, ob das jetzt noch aktuell ist oder ob das egal ist. Das weiß ich leider nicht. Einen Moment, ich verbinde Sie, ja? Warte, ich hätte dann noch eine kleine Frage. Kennen Sie das Fotobuch auf Heytrip? Weil... Hallo? Lass mich weiter. Oh nein! Nein! Leute, stopp! Okay, das war gar nicht. Diese Wörter haben nichts. Du hättest fragen können, ja, du hast fragen können, ey, habt ihr das auch bei euch ausliegen, dass ich mir das angucken kann oder so? Ja. Nein! Oder du hast dein Zimmer vergessen. Ja, du hast mein, das auch, jetzt müssen sie mir aber das auf helmus.de kaufen. Ja, kannst du fragen, ob du YouTube-Rabatt bekommst. Das war easy. Hallo, Frau Arnus, hier mein Name. Ich wollte kurz mal was nachfragen bei Ihnen, weil mein Mann hatte tatsächlich eine Rolex bei Ihnen liegen lassen. Und das ist ja eine ziemlich teure Uhr und deswegen wollte ich jetzt mal nachfragen, wie man das irgendwie da abholen könnte oder ob Sie das überhaupt noch vor Ort haben oder ob es geklaut wurde. Der war, der hat sich hinter einem Duschvorhang oder wie man das nennt, dort vergessen. Und ja, ich weiß nicht, ob da war auch von unserem Hund schon draufgepisst worden, also da ist schon ein bisschen gelb auch drinne und sowas. Also die liegt da, müsste da auf jeden Fall eigentlich noch im, also noch vor Ort sein. Ich würde die dann gerne abholen. Ja, also da müssen Sie am besten mal morgen bis 15 Uhr anrufen, beziehungsweise am besten bis 13 Uhr. Coca-Cola Light. Dann ist das Housekeeping im Haus. Ich weiß nicht von diesem Vorgang gar nicht. Welches Zimmer war denn das und was war der Buchungszeitraum? Das war letzte Woche und das war Zimmer ich weiß nicht mehr, wie das genau, welches Zimmer das war, tut mir leid. Ja. Wie war der Name? Frau Arnus. Wir hatten auch, ich hatte noch eine Frage, und zwar hatten Sie da letztens so ein Fotobuch vom Heytrip. Kann man das immer noch jetzt kaufen, dann würde ich es direkt auch mitnehmen da? Nein, die liegen ja eigentlich hier unten nur für die Gäste aus. Ah ja, ah, okay, schade.
Achso, kann man gar nicht kaufen. Dann gucke ich mal online, ist auch nicht schlimm. Also wie gesagt, ich bin ja jetzt... Ja, ich hätte jetzt auch gar nichts raus. Ich habe gerade voll Arschwasser, warte. Am besten wäre es, wenn du gesagt, morgen Mittag oder morgen früh oder am Vormittag nochmal Ja, okay, das ist sehr, sehr nett von Ihnen. Ich weiß nämlich jetzt auch gar nicht, was war der genaue Buchungszeitraum? Das war vom 5. bis zum 6. Oktober. 5. bis 6. Oktober. Ja gut, ich meine, dann ist das Zimmer ja 1000 Mal danach schon belegt worden. Ja, deswegen, ich hatte ja schon mal angerufen, da meinten sie, sie hätten das irgendwie nach unten gelegt, aber mein Mann ist auch ziemlich beschäftigt, deswegen soll ich das jetzt machen. Er ist nur noch unterwegs und jetzt, ja, es ist auch blöd mit diesem ganzen YouTuber-Rabatt, das ist da alles, diese ganze YouTuber-Schiene ist ja total aufwendig, deswegen muss ich das jetzt wieder machen. Okay, machen wir es genau so. Ne? Aber ist das Hotel noch neben der Wasserskianlage oder bin ich da richtig neben der Wasserskianlage, das Hotel? Ja, ich habe das auf dieser Dauerwerbesendung gesehen. In Köln. Ah, okay. Ja, dann ist das, dann ist das wohl so. Okay, dann habe ich falsch angerufen. Das tut mir dann total leid. Kein Problem. Boah, du hast es geschafft! Alle Wörter? Hallo, mein Name ist Arnus. Fotobuch, Paytrip, Rolex, Arschwasser, Coca-Cola, Leid zu halb, Rabatt, Duschvorhang, Kissen, Wasserskianlage und Dauerwerbesendung. Ey, ich bin einfach der Genius! Vor allem, Digga, wie kommst du darauf, als er fragt, welche Zimmernummer Arsch? Digga, du hättest aber sagen, 500 Dings. Ja, aber du hast Arsch. Du hast Arsch oder danach nochmal gesagt. Du hast zweimal Arsch gesagt. Digga. Wie war der Name vor Arnus? Arnus aus, Digga. Wir sehen uns! Bis zum nächsten Mal! Arsch.